Willkommen zurück zu einer neuen, gut geschmierten Folge Freitag der 13. mit einem Mann, der immer einen sehr gut geschmierten Honkballknubbel in der Hose hat. Kreis! Ja, ich poliere den immer und vorne mache ich so einen Sticker drauf. Achso, hab ich dir neulich diesen Dings geschickt? Ja, ne? Diesen tollen Bericht von diesem tollen Arzt, der gesagt hat, oh, ich habe jetzt Pimmelsticker erfunden, damit die Leute nicht mehr überall rumejakulieren und irgendwelche Flecken auf irgendwelchen... Also wirklich... Was zur Hölle, mit was man alles Geld verdienen kann. Ja, ne? Schon ein bisschen Honkballknuppelmäßig unterwegs. Das ist jetzt mein neues Lieblingswort, sage ich dir. Ich finde Knuppel ist halt so ein ganz tolles Wort. Knuppel, ne? Knuppel. A Basketballknuppel. A Basketballknuppel. Ah, Holländisch. Meine neue Wahlsprache, die ich lernen werde. Das ist auch ein tolles Land. Ich glaube, da könnte ich mich auch richtig wohlfühlen in Holland. Ja. Nicht wegen den Drogen, weil jetzt alle sagen, ja, wenn man da Drogen kaufen kann. Ja, das sagen immer alle. Weil es einfach geiler ist. Es ist einfach geiler da drüben. Ja. Die Leute sind entspannter, die Snacks sind leckerer. Ja. Und die haben tolle Waffeln. Und die haben tolle Waffeln. Ey, was? Is anyone there? This is not a prank. We need your help. Jason is. Ich mach die Sicherung, Kreis. Also ich hab schon einen erwischt. Deck mich, ja. Deckst du mich an der Sicherung? Ja, ich bin im selben Haus gerade drin übrigens. Geil, okay. Dann bin ich das. Lässt du mich sie einbauen schnell? That's my special boy. Was ist denn hier los? Da ist ja noch ein Haus. Hallo Kinder, kommt ihr bitte raus aus eurem Popolochhaus. So, dann schaue ich mich mal hier ein bisschen um. Wo ist eigentlich dein komischer Typ, den du da immer fürs Spielen bezahlt hast? Diesen, wie hieß er denn? Eierkopf, wo ist denn der hin? Eierkopf? Ich glaube, der ist in den Ferien. Ah, jeder hat Ferien, außer Papa Kies, ne? Hat Ferien. Außer Papa Kies, ne? Und weißt du, die Leute danken mir nicht mal. Die sagen nicht, ja geil, dass Kies wenigstens die Flagge oben hält. Nee. Nee, wollen sie auch nicht. Was denn da los? Was ist denn das jetzt hier für ein Vorhauttreff? Ach, ey. Mir gehen diese Leute auf den Sack, die immer hier rein und raus klettern. Treffen der anonymen Vorhäute. Der Foreskin Club. Ich muss einfach alle Fenster zerschlagen. Macht ja sonst keinen Sinn hier mit den Leuten immer. Zerdappen nennt man das. Zerdappen. Zerdappen. Ah, dämliche, blöde Alte. Okay, wie du willst. Lass sie doch in Ruhe. Was hat sie dir getan? Die kriegt jetzt ordentlich. Nur weil du keine schöne Kindheit hattest, musst du jetzt nicht hier irgendwelche Jugendliche da terrorisieren. Also geht dir mal gar nicht. Voll uncool. Richtig uncool von dir. Richtig uncool. Nee, finde ich echt. Also, what's your problem, man? What's your fucking problem? Ja. Da häng ich doch wieder an der Tür. Da häng ich doch wieder an der Tür. Basketballknuppel. Ich lang dir an den Knuppel. Haha! Da hab ich dich gelunzt. Nein, da hab ich dich gelunzt. Also mein Freund. Mich hast du nicht gelunzt. Mir geht's. Nein, gut. Aber den Typen. Ich bin nämlich ins Haus. Ich hab nämlich schon damit gerechnet, dass er durchs Fenster klettert, wenn er hört, dass ich ihn quasi. Dass ich ihm hinterherfliege. Echt jetzt? So. Das Gebiet hier ist sauber. Schauen wir doch mal, was die Leute hier oben machen. So. Warum gehen jetzt alle raus? Was denn da los? Was ist da los? Was geht hier ab? Was ist das für eine Show, die da oben läuft? Hier sind voll viele Leute. Ja, aber niemand macht was, oder wie? Ja, alle haben irgendwie jetzt gerade so ein bisschen... Die haben sich gegenseitig, sage ich doch, die langen sich gegenseitig an die Vorhaut. Und einer rennt in den Wald. Mann! Oh, er spielt wieder diese Retro-Auflage. Diese Retro-Auflage? Ist doch so. Skiller, Alter. Nee. Den Vanilla Skiller. Den langweiligen. Boring Bob nennt man ihn auch. Boring Bob? Buddy! Buddy Bob! Buddy Bob! Ey, was ist los, Buddy Bob? Buddy Bobbly. Diese coolen Teleport-Tricks, die habe ich alle noch nicht so drauf, irgendwie. Was war das für ein Schrei? War ganz schön sketchy. Zack. Gelunzt. Hold me closer, tiny dancer.
Töte für deine Mutter. Mutter. Hol deine Mutter. Ich hol mir einen runter. Hallo, Freunde. Oh, Jason ist so cool für euch. Ja, ja, macht nur. Die haben sich da jetzt alle schon wieder so aufs Auto eingestochen hier. Ja. Ja, dann leg ich doch erstmal hier. Pass auf, weil dann rennen die nämlich da rum. Also mich interessiert das Auto nicht. Sicher. Ich hab schon andere Pläne. Ich hab komplett andere Pläne. Haltet den Kreis einfach hin. Der die Regel. Haltet ihn einfach hin. Ich hab ihn in die andere Frau reingeschmissen. Echt jetzt? Beide tot? Mit einem Wurf? Nein, nein. Natürlich nicht. That's my special boy. Oh, die haben ja den Harvest angerufen, hä? Da leuchtet ja eine rote Lampe. Harvest ist schon durch. Den hast du gerade getötet. Ach so, stimmt. Ich sag ja, die kriegen alle wieder nix geschissen. Gar nichts. Geht einfach immer so schnell. Die bekommen leider alle nichts auf die Kette. Wir mal. Ey. Ganz, ganz schlechtes Team. Ah, ich habe keine Messer mehr, sehe ich gerade. Ganz, ganz schlechtes Team. Wo ist er? Fuck! Mir ist ein bisschen schlecht geworden. Hold me closer. Jetzt habe ich voll den Ohrwurm. Zack, Alter, in die Trap und genau im... Ey, guck mal. Ey, die machen auch nichts. Die standen nur da oben. Ey, aber ich hab die Trap auch so geil platziert. Die standen alle nur da oben. Da rechnet nämlich keiner mit. Da macht niemand irgendwas. Guck mal, jetzt sind alle raus. Das ist so ein sau schlechtes Kackteam. Hoppala, wer lebt denn noch eigentlich? Nur noch du? Oh nee. Nee, da lebt noch einer. Lebt auch noch. Aber ich hab eh keine Chance. Ich find ja nichts, was irgendwie brauchbar ist. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Super, super Teleport-Guy. Warum willst du mich töten, ha? Huh? Weil ich euch alle kriegen werde. Alle. Was hab ich dir getan? Denk mal drüber nach. Was hab ich dir getan? Richtig, mich gar nichts. Angegangen. Wisst ihr, du hast gesagt, du bist kein guter Jason. Ja, hallo, die anderen opfern sich regelrecht. Die sagen, hey, geil, soll ich mich noch davor mit Marmelade einreiben? Also nein, das ist keine Leistung. Ich frag mich immer, wer hat eigentlich hier diese ganzen Messer in die Häuser gesteckt? Was war hier los? Freundlicher Geist aus der Nachbarschaft. Der freundliche Geist von nebenan. Super Jason. Super Jason. Und schafft das? Jason. Ah, ein Messerli. Mit seinem Messerli fühlt er sich besserli. Kämpf mit ihm. Die. Ich kann nicht schlagen. Jetzt kann ich schlagen. Lass mich zu. Das gibt es nicht. Du willst also auch den Tanz mit dem Sex. Oh, haben. Come on. Der Tanz, Alter, mit dem was für ein... Alter. Ich hab alles gemacht, ne? Ich hab alles gemacht. Ich hatte zwei Schlüssel. Die anderen haben nichts gemacht. Ich hatte zwei Schlüssel. Ja, einen habe ich gedroppt, weil ich gedacht habe, es motiviert die sogar. Ey, was für ein miserabel schlechtes Team. Ey, ich spiele so ungern als Jason. Ja, aber die haben ja? sich ja alle dir hingeworfen. Und schon da gab es doch gar keinen Widerstand. Umgebracht. Ja, aber weil du auch immer so Gegner hast, da standen die dann zu viert an dem Auto und gucken die Autotür an und denken, naja, irgendwann wirst du schon fahren. Ja, nee, die haben gewartet. Ja, worauf? Ja, was soll ich denn machen? Dass du zwei Schlüssel hast. Da war keine Batterie drin. Niemand hat nach einer Batterie gesucht. Alter. Irgendwie ist es immer so, ne? Wenn man sagt, ich habe keinen Bock auf Jason spielen, kriegt man Jason und ist auch einfach noch mega skillig. Nein, das ist kein Skill. Die standen da und haben gewartet. Das ist kein Skill, Leute. Das ey, ich habe innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Sekunden, habe ich den ersten schon erlegt. Toll. Ja, ein Typ im Rollstuhl, der gefragt hat, ob du wechseln kannst. Wow. Ja, Mann, das war ein heftiger Gegner. Was macht der in meinem Camp, in meinem Sommer? Das ist nicht dein Sommer. Ja, doch, das ist der Jason Summer of Rich. 75. Rich ist drin. Oh, Italian Mafia. Alter, da kam so ein Typ und hat gesagt, Entschuldigung, können Sie wechseln? Weißt du, so im Rollstuhl an einem Beatmungsgerät. Krass, heftiger Gegner, Endboss. Ich habe hier noch nie, einen berühmten YouTuber getroffen, ne? Und dabei spielen das alle.
Wer spielt das denn? Alle. Und gar nicht mehr. Ich bin ja echt überrascht, ne, dass dieses Spiel hier in Deutschland eigentlich gar niemand gemacht hat. So richtig im großen Stil. Da war ich echt wahnsinnig überrascht, weil ich dachte, hey, so Freitag der 13., da wird eine Flut kommen. Ja, ich dachte, der große bärtige G macht's. Wann kommt die Flut? Ich dachte wirklich, es spielt jeder dieses Spiel. Ja, aber der große G ist ja Hipster, der sagt, nee, ich spiele dann lieber Dead by Daylight, das ist doch viel besser. Ja, das wollen ja auch alle, Dead by Daylight, ne? Da liegen die Kids mit den Ohren, Alter, da gibt's ja wirklich... Aber ich habe neulich mir eine Folge, beziehungsweise sogar zwei Folgen von einem Let's Player, dessen Name in der Öffentlichkeit nicht genannt werden möchte, da er nicht also damit keiner hinterher denkt, er steht privat mit mir in Kontakt und dann mögen die Leute ihn nicht mehr. Ja, das kann passieren, und, weil du bist echt so jemand. Ja, der hat gesagt, bitte sag das keinem. Auf jeden Fall habe ich Videos geschaut und ich weiß nicht, ich finde jetzt Dead by Daylight ist jetzt auch nicht so... der riesen, mega innovative Unterschied jetzt, dass ich sagen würde, wow, ist ja viel geiler. Ich meine, klar, man kann, also ich bin sowieso jemand, ich mag, wenn, dann sowieso beides. Dann spiele ich gerne das und spiel gerne das. Ich habe auch gerne Dead by Daylight gespielt und wir haben es halt super lange nicht mehr gespielt. Aber, ne, es bilden sich halt immer so Fraktionen und müsste ich mich jetzt für eine Fraktion entscheiden, würde ich aber eher Friday spielen wollen. Also ich persönlich finde, dass man beide Spiele gar nicht so vergleichen kann. So krass. Weißt du, das ist wie... Ja, aber sie machen es ja. Ja, aber das ist wie Call of Duty und Battlefield. Das kann man auch nicht vergleichen. Ja, machen sie aber trotzdem. Und deswegen sage ich ja, wenn ich mich entscheiden müsste, ja, zwischen zwei Ufern... Na, man muss es mal so sehen. Dann nehme ich immer das andere. Bei Freitag ist ja noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ja, ja, bei Dings kommen nur noch neue Charaktere, ne? Das Spielprinzip ist immer noch genau dasselbe. Ich finde, Freitag hat mehr Gegenstände und so, die ich irgendwie organischer finde. Klar, ja. Bei dem anderen gibt's auch die Taschenlampe und alles, ja. Es gibt da auch genügend Items, aber irgendwie ist vielleicht Geschmackssache. Ja, ist vielleicht ein bisschen tasty. Hoffentlich werde ich jetzt nicht schon wieder Jason, dann rede ich aber durch. Nee, sassy. Sassy? The Queen of Jerking. Weißt du, was sassy. Das sassy ist? Oder heißt es sissy? Was man weiß, das ist Sassy oder Sissy? Das sind doch Männer, die sich von ihren Frauen zu Frauen machen lassen. Ist es eine Sissy oder eine Sassy? Ich glaube, eine Sissy. Ich würde eher sagen eine Sissy, weil so nach dem Motto, ich mach dich zu meiner... Ja, zu meiner Bitch halt. Zu meiner Sissy. Ich habe mal so eine Bootstour gemacht und da sind wir... Eine große? Ja, Kreis, also ich erkläre es mal schnell, also ich übersetze das. Bootstour heißt im Jargon den Kreis... Hafenrundfahrt. Na. Das ist eine Hafenrundfahrt. Ist, wenn noch, doch. Nein, Hafenrundfahrt. Ein Finger ist Hafenrundfahrt und zwei Finger aber ist die Bootstour, große Hafenrundfahrt. Eine Bootstour ist, wenn noch ein Boot halt drin ist. Verstehst du, was ich meine? Die gespreizte wenn, Hand. Wenn ein nussiges Kajak noch so drin Kaju? Ist. Weißt du? Kaju? Kennst du Kaju, Alter? Der läuft immer morgens auf Super RTL oder so. Also wenn noch ein Kanu drin ist. Kaju. Wenn noch ein Kanu drin ist, ist es eine Bootstour. Kaju, Kajak. Kajuk. Ich hab Kreckerlis. Hast du irgendwas Gescheites? Was ist Kreis passiert? Ich hab einen Schlüssel für ein Auto. Der Italian ist hier schon Tommy geworden. Also jetzt, wenn du stirbst, ist vorbei, ne? The Italian Job. Kennst du den Italian Job? Ja? Klar kenne ich den. Nee. Mark Wahlberg. Small Wahlberg. Jason Statham. Wer macht noch mit? Edward Norton. Ja, ja. Den mag der ja keine Filme auch, mehr ne? macht, irgendwie so. Ja. So sehr wenig. Weil er angeblich so kompliziert ist. Irgendwie hat ja auch American History X, hat der Mann ja selbst dann irgendwie schneiden wollen. Er hat gesagt, nee, gib mal her, ich schneide das Ding selbst. Ist keine Ahnung, wie das geht. Schnauze, Jason, ich bin Edward Norton. Hinter mir her. Jason ist hinter mir her. Er will mich. Er sagt irgendwie gar nichts. Aber hey, Jason. Wieder ein bisschen Distanz aufbauen. Ich mache hier den großen Joggerkurs mit Jason. Aber warte, wenn ich sterbe, dann irgendwo hier. Weil dann findet ihr wenigstens meinen Schlüssel wieder. Wie? Du hast einen Nein, überleb doch. Gib doch nicht so schnell auf. Naja. Respect the pipe. Aber jetzt gleich kriegt er seine Fähigkeiten. Ich habe keine Stamina mehr. Dann geh in irgendein Haus und verschaff dich. Teleport. Jason, lass mich. Nein. Ich hab Benzin. Jason, nein. Ich hab Benzin. Jason, nein. Oh, es wurde schon wieder nichts repariert.
Aber ich versuche wenigstens Boot oder Auto. Was willst du? Oh Gott. Boot oder Auto? Boah. Kreis, nein, stirb ich nicht. Ich hab Jason abgeknallt. Ich hab eine Flinte und eine Batterie gefunden. Wo bist du? Am Bootshaus? Nee, ich bin beim Auto. An der Werkstatt? An welchem Auto? Das gibt nur eins. Okay. Schaffst du es dahin? Nein, er hat mich schon wieder. Brrr, ah, fuck. Wo bist du denn? Siehst du, wo ich sterbe? Nee, weil ich gerade am Tanken bin. Ah, Mist. Weil ich habe da auch eine Batterie hingelegt. Da liegen jetzt Batterie mir, oder? Und Schlüssel. Alter, ich brauch so ewig lang, deswegen spiele ich hier nicht mehr so gerne. Weil ich mittlerweile einfach verwöhnt bin. Ja, ne? Oh, er ist hinter mir! No! Wie ist er denn jetzt so schnell? Achso, er hat sich dahin geportet. Haken schlagen! Und rein! Oh, das war aber knapp. Der hat noch gerade. Ja, ja. Der hat so deinen Fuß noch gerade geleckt. Mach die Falle! Oh oh. Smason. Go in my trap. Du meinst. Alter, wir liegen da oben drauf. Was für ein Sprungwurf. Ja, war wirklich elegant, oder? Du musst die Straße einfach weiter langlaufen. Am Bootshaus vorbei. Ja, aber der ist direkt bei mir und keiner unterstützt mich. Oh, das war knapp, Alter. Ich war gedodged. Ich habe ja keine Unterstützung. Die anderen machen ja irgendwelche perversen Spiele. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Heiße Spiele. Irgendwo hinter dir noch. Da kommt er. Lass mich doch in Ruhe. Was ist denn dein... Was ist denn dein Problem, Jason? Lass mich doch in Ruhe, Alter. Voll uncool. Aber mit McNally kann man halt so Sprintspiele auch machen, ne? Also ja, McNally kann das, aber dafür kann sie halt nichts reparieren. Ja, aber McNally... Oh, what? Ey, genau da hat er mich auch das erste Mal... Alter! Erlebt. What? Was war das? Was macht er da? Jason hat irgendwie einen Schlaganfall. Oh Mann, also die Folge ist ja wieder... Das war der, ich töte dich, McNally-Dance. Mega Alter. Groovy, Alter. Wir sind die einzigen beiden, die gestorben sind. Die Sissy ja. Queen, Alter. Ja, die Sissy Queen. Ist normalerweise ein 54-jähriger Mann mit einem Dildo im Arsch. Aber wer hat da geschossen? Ich habe gar nicht gesehen, wo der Schuss herkam. Tommy, der Italian Mafia. Die Mafia hat mich erwischt. Mhm. Oh, und die haben nichts, weißt du, die haben nichts gemacht, nichts. Ja, und irgendwo da oben liegt jetzt eine Batterie und ein Autoschlüssel ganz weit. Es gibt ja nur einen Schlüssel, weißt du? Die hat Benzin. Ich glaube, der will zum Boot mit dem Benzin. Aber da liegt doch meine Leiche und die Batterie. Rich! Wo denn? Rich. Bei wem? Bei Rich! Nein, Rich! Rich, zurück! Rich, was machst du denn? Da liegt eine Batterie und ein Schlüssel, du könntest abhauen. Oh, wieso bist du nicht Rich? Und das ist auch noch das Tube-Haus. Oh Gott. Moment, die Schraube ist drin, glaube ich. Nehart. Nehart, Gehart. Alter, der wird, oder? Hä? Wenn das doch hochgeklappt ist? Ja, ja, er könnte fahren. Aber vielleicht traut er sich nicht allein. Ah, nee, hat glaub schon. Der denkt sich, ja, fickt euch doch. Ich kleine Ballerinas an. Er hat einen schönen Pulli, ne? Hat einen richtig netten Pulli, ja. Schwedisch, oder? Sieht schwedisch aus, ja. My bum is on a Swedish. Tom Green, Alter. And that isn't very fun. If they shoot a cannon in your bum. I like to put my bum on. Wo geht der denn jetzt hin? Hey, am Strand ist die Hütte, hast du gesehen? Da war die Jason-Hütte mitten am Strand. Ey, Jason lässt sich's gut gehen. Der an seiner... Was macht Costa, der denn? Costa del Forges. Er ist aufs Trockene gelaufen. Hä, was hat er vor? Was sind das hier für Moves? War da. What the? Was ist das hier für ein Dance? Slitty Schlippy. Ist der Wurstsalat, Boogie Woogie. Also ich hab mal mit dem Boot hier angelegt aufs Trockendock. Und das läuft, Mann. Ne? Das läuft, das Boot. Aber der was machen ja die anderen denn jetzt? Italian Mafia of Seals, der läuft hier nur rum. Oh Mann, die werden niemals mein Dings finden, ne? Nee. Das mein sind Nest. Noch drei Stück, ne? Das ist mein Glücksnest. Das habe ich extra da hingebaut. Man nannte ihn die Elster, ja. Frank Elster. Oh oh. Jemand hat die Tür nicht abgeschlossen. Someone don't. Close the door, aber jetzt macht er mit ihm Dancy Games.
Und die anderen stehen jetzt im Wald und gucken sich gegenseitig wieder an. Also wir haben echt die besten Teams. Guck mal, was ist das hier? Die laufen hier nur so modelmäßig hin und her und sagen, oh, guck dir mal meinen Arsch an. Ja, der ist nicht schlecht. Guck dir mal meinen Tommy-Kind an. Das ist auch nicht schlecht. Too sexy for Milan, New York and Japan. I'm a model, you know what I mean. And I do a little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Warum kann ich diesen Text auch, weißt du, so manchmal... Weil er ein total runtergebetetes Lied war, ne? Oder so von unserer Zeit. Ich meine, es ist doch so oft. Hä? Hast du es gesehen? Noch ein Messer, hat sie es eben gerade aus der Wand gezogen und hat gesagt, no. Bei mir, das sah gerade so aus, als weiß ich nicht, wieso... Hä? Ich glaube, sie hat eine Magenvergiftung. Schlechter Fisch. Nee, hart. Aus so einem Schleudergang? Alter, was hier vor... Was hier passiert halt in der Folge? Was hier wieder für Sachen passieren? Ey, manchmal bin ich auch einfach... Mitten in der Nacht. Wir machen einfach Kies und Kreis React to Random People Play Friday the 13th. Ah, wäre super erfolgreich. Einfach Leuten beim Spielen zusehen, da passieren die ganzen Sachen. Ich meine, im Endeffekt machen wir das ja. Entweder kommen wir schnell raus und sind geile Siegertypen oder wir sind drin und gucken anderen Leuten dabei zu, wie sie versagen. Ja. Super nice. Oder wir singen I do my little turn on the catwalk. On the catwalk. Alter, ach, jetzt geht's unters Bett. Nimm doch die Bärenfalle da hinten. Nimm doch den Basketballknüppel. Boah, kennst du das, wenn du so eine Hose hast, die so leicht rutscht so, und du hast keinen Gürtel und du ziehst halt die Hose immer hoch und dabei ziehst du immer die Boxershorts ein Stück hoch. Und warum? Dann irgendwann klemmt's dann voll plötzlich an deinen Eiern hängen. Da frage ich mich aber, warum rutscht sie nicht auch wieder mit runter, wenn die Hose runterrutscht? Weil die Boxer einen Gummi hat. Die sitzt einfach. Ah, okay. Das könnte natürlich sein. Ja. Ich hab sowas studiert. 4 Jahre lang. 4 Jahre damals, als ich arbeitslos war, saß ich zu Hause und habe festgestellt, dass meine Hose rutscht, aber die Shorts. Alter, was läuft hier? Der ist echt anfällig für Crackies, der Junge. Ich weiß auch nicht. Aber die beiden sind Friends, oder? Ich meine, die mögen sich. Natascha und Italian Mafia. Natascha und Mafia. Ich glaube, die werden nach der Runde. Da sehen wir die nächste Freitag der 13. Hochzeit. Ja. Stell mal vor, irgendwann lernst du so Leute. Oh. Und ihr habt euch kennengelernt. Naja, beim Freitag der 13. Spiel. Verhoben. Naja, bei WoW gab es ja sehr viel. Es war eine ganze Welle. Ja, ja. Ich kenne ja auch einen. Ja, wir kennen ein WoW-Ehepaar. Aber die sind nicht mehr zusammen. Die sind geschieden. Ja, echt? Mhm. Hab eben gerade nämlich von meiner Ex-Freundin eine Nachricht bekommen, wo geschrieben wird, hallo zusammen, wir haben einen Platz in unserer schönen WG zu vergeben. Also anscheinend, ja. Wie hat die da auch gewohnt? Nein, aber die hatte den in Facebook. Und der hat alle Bilder und so gelöscht. Und sein Ehering-Ritual eingeschmolzen. Sein Ehering-Ritual geschmolzen? Ja. Ui, guck mal hier, wie so ein Baby. Der kleine Boppele. Der kleine Boppele. Am Bubbel, da musst du Bäuerchen machen. Oh. Aua. Aber an der Schulter. Ja. Oh, das ist böse geknackst. Eine Verschulterung. Schon ernst, sowas. Ui, die hat den gewickelt. Ich kenne jemanden, der hat einer Frau einen Heiratsantrag gemacht, weil sie ihm Analsex erlaubt hat. Ist ein Grund, finde ich. Also ich finde, sowas ist... Für mich könnte man machen, ja. Er hat gesagt, aber wie geil. Und der hatte auch so eine Art zu reden immer. Der hat so ein bisschen so, als hätte er zu viel Durchzug gesprochen, weißt du? Und dann war, ja klar, warum soll ich sie denn nicht heiraten? Sie lässt mich anal machen, weißt du? Naja, anal ist schon ein nettes Angebot. Ich habe immer das große Glück, ich finde immer nur Frauen, die mich anal haben wollen, weißt du? Oh, das war aber so ein Stammesritual jetzt, ne? Also ist sehr angesagt, bei Frauen zurzeit einen Finger hinten reinzuschieben. Das ist richtig. Alter, ich habe nur noch 7 GB Festplattenplatz, sehe ich gerade. Gut, der alte Mann hat's mal wieder bis ans Limit getrieben. Das war eine sehr merkwürdige Folge. Aber wir können zusammenfassen, Kies hat's wenigstens versucht. Kreis hat einen Typen im Rollstuhl, der nach Wechselgeld gefragt hat, abgestochen. Im Großen und Ganzen ganz normaler Tag. Ja. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie der hier seine Bänder so am Schädel hat, das spannt doch. Kein Wunder, dass er so wütend ist. Da hätte ich auch keinen Bock. Ja, das stimmt allerdings. Ja, bewerten, ne? Das ist ganz wichtig. Das ist ja wohl, ne? Für Natascha und den Italian Mafia Mann. Damit die vielleicht noch zueinander finden. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Bungulus.